Guten Tag und herzlich willkommen bei Brisant. Deutschland schwimmt. Nach 9 Unwettern in der vergangenen Nacht sind in großen Teilen der Bundesrepublik ganze Landstriche überschwemmt, Flüsse zum Bersten angeschwollen, Feuerwehr, technisches Hilfswerk und Bundeswehr im Dauereinsatz. In Bayern verschärfte sich die Lage bereits am Wochenende. In den Landkreisen Passau und Traunstein wurde Katastrophenalarm ausgelöst. In weiten Teilen Südbayerns heißt es Land unter. Einen Überblick über das Ausmaß der Wassermassen erhält man derzeit nur aus der Luft. Wir haben dann Brien am Chiemsee angeflogen, eine Stadt am Chiemsee. Hier ist die Situation schon ernster gewesen. Unter uns sieht man im Moment gerade, dass eine Brücke fast dabei ist, weggespült zu werden. Und nebenbei liegt gleich ein Friedhof. Auch hier also eine sehr brenzlige Situation. Die Brien, das kleine Flüsschen Brien, trägt sehr viel Hochwasser bei und trägt zu dieser ernsten Situation hier in Brien bei. Auf dem Weiterflug haben wir gesehen, am Chiemsee ist die Wasserwacht dabei, unendlich viele Treibholzmassen zu sammeln. Dazu wurden Wassersperren auf dem Chiemsee errichtet. Die versucht man gerade irgendwie erstmal, dieses ganze Treibholz in einem kleinen Bereich zu sammeln, damit dieser ganze See nicht von diesem Treibholz zugeflutet wird. In Traunstein hier, wo wir uns jetzt gerade befinden, ist die Situation wohl momentan am ernstesten. In der vergangenen Nacht war Traunstein das Krisengebiet Nummer 1 in Süddeutschland. Nach einem Dammbruch stehen ganze Stadtteile mehr als einen Meter unter Wasser. Ein weiterer Damm droht zu bersten. Der Fluss verläuft mitten durch die Stadt. Fieberhaft versuchen die Einsatzkräfte, den Schutzwall zu verstärken. Die Arbeiter sind am Rande der Erschöpfung. Das ist bis jetzt das Schlimmste. Also es war schon öfters mal hoch, aber so hoch noch nie. Die Anwohner bereiten sich darauf vor, dass sie ihre Häuser verlassen müssen. Franz Neuchel hofft aber, dass es nicht zur Katastrophe kommt. Wenn er bricht, dann bricht er. Also Herren, aber nachdem wir jetzt da draußen Sand hier haben und Kies hier haben, müsst es eigentlich herhalten. Unweit von Traunstein ist der Ferienort Ruhpolding seit dem frühen Morgen von der Außenwelt abgeschnitten. Der Wasserpegel ist zwar mittlerweile etwas gesunken, doch er soll wieder steigen. In Südbayern wird in der kommenden Nacht eine weitere Unwetterfront erwartet. Unwetter in Bayern, Dammbruch und Katastrophenalarm. In Traunstein begrüße ich jetzt meinen Kollegen Michael Mildner. Hat sich denn die Lage ein klein wenig entspannen können? Die Lage hat sich sehr schnell verändert, überraschenderweise. Wo wir heute Mittag noch über den Hubschrauber hier fast schlimme Befürchtungen hatten, hat sie sich jetzt in den letzten Stunden, würde ich fast sagen, in den letzten 1,5 Stunden sehr schnell geändert. Ich komme gerade direkt aus dem Krisenstab, durfte an der Sitzung teilnehmen und habe einen lachenden Oberbürgermeister hier gesehen. Der Pegel ist allein in der letzten Stunde über 20 Zentimeter gesunken. Er war heute früh dramatisch innerhalb weniger Stunden auf 3,30 Meter gestiegen. Er ist sonst 28 Zentimeter nur hoch und ist jetzt mittlerweile bei 2,09 Meter Tendenz sinkend. Also hier in Traunstein, glaubt man, ist man mit einem guten blauen Auge davongekommen. Die Situation ist nicht so schlimm, wie man erst befürchtet hat. Natürlich gibt es Schäden hier. Eine ganze Kleingartensiedlung ist betroffen. Mehrere Häuser sind umgekippt. Aus dem Hubschrauber war das ein Bild, was ich auch so noch nie gesehen habe. Die Häuser lagen alle auf dem Boden zur Seite gekippt und sind mehrere hundert Meter weggespült worden. Auch wenn Sie jetzt gerade das Blaulicht hören, das gerade kommt vom THW, THW ist im Moment im Einsatz, Entschuldigung, dass es ein bisschen lauter wird, THW ist im Moment im Einsatz, ist aus Traunstein wegbeordert worden, weil ich habe gerade von einer zwiegespaltenen Lage gesprochen, so schön es hier in Traunstein eigentlich mittlerweile aussieht, so dramatisch sieht es in Unterwössen aus, es ist wenige Kilometer eigentlich nur von hier entfernt, in Unterwössen ist um 11 Uhr heute früh der Damm gebrochen, hat die gesamte Gemeinde unter Wasser gesetzt, Gott sei Dank hatte man dort vorher evakuiert. Das Landratsamt, das Zuständige, hat mir gesagt, im Moment sind dort alle Einsatzkräfte hin beordert worden. Und es sind aber Gott sei Dank keine Menschen mehr in Gefahr. Das ist die Situation, wie sie sich im Moment darstellt. Man erwartet jetzt also zwischen 17 und 17.30 Uhr gerade die höchsten Pegelwerte für Tittmoning und Grassau. Und da sagt mir das Landratsamt, ist es noch nicht sicher, dass der Damm nicht brechen wird. Das heißt also, man geht immer noch mit der Gefährdung, von einer Gefährdung aus, dass der Damm bricht, ist aber sich noch nicht sicher, wie sich das in den nächsten Minuten dort gestalten wird. Vielen Dank, Michael Mildner, für Ihre Informationen aus